Leute und herzlich willkommen zurück zum Lift Simulator 2017. Wartet mal, kann irgendwie nicht ganz stimmen. Nein, natürlich zu Let's Play Mass Effect 3 kommentiert von eurem Kant Muku. Wir sind hier wieder auf der Citadel unterwegs. Wollt ihr euch hier eigentlich den Weg zur Normandy ersparen, habt dann allerdings gemerkt, dass es hier noch zwischendurch eine Zwischensequenz gibt, die ich euch dann doch noch zeigen möchte. Ist noch ziemlich wichtig und ja, noch interessant und Zeug halt. Wie man es halt kennt, von dem her, ja, sollt ihr das auch noch sehen. Sobald es denn kommt. Wir sehen das, wenn wir auf die Normandy gehen, und hier sollten wir, glaube ich, auch dann noch eine Zwischenmission irgendwo bekommen. Wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt? Nein, nicht bei diesen, aber hier sollten wir. Von mir war Sicherheitskraft bei Sonat. Und es gab auf Garvok mit Sicherheit proteanische Tech. Ich weiß, dass die Valhalla-Grenze jetzt Reaper-Gebiet ist. Genau. Hier die Nebenmission, und hier sollten wir jetzt eine Zwischensequenz bekommen, wenn wir zur Normandy zurückkehren. Kaidan, hab mich schon gefragt, wo Sie sind. Was gibt's? Ich versuche zu begreifen, was gerade passiert ist. Sie klingen wütend. Ich bin's nur nicht gewohnt, von jemandem wie Ihnen mit der Waffe bedroht zu werden. Wie das alles ablief, ist für mich... Ich weiß nicht. Okay, raus damit. Klären wir das. Hätte ich nicht als Erster die Waffen gestreckt, hätten Sie abgedrückt. Das ist doch unwichtig. Es gab ein Dutzend möglicher Szenarien. Der Putsch wurde vereitelt und Cerberus von der Citadel vertrieben. Aber manchmal ist auch wichtig, wie etwas passiert, Shepard. Später, wenn man dann damit leben muss, dass man rechtschaffen gehandelt hat. Das zählt. Sie reden gerade von Udina. Er ließ mir keine Wahl. Ich musste schießen. Jeder Soldat hätte so gehandelt. Das gilt auch für Sie. Okay. Ich bin noch aus einem anderen Grund hier. Hackett hat mir einen Posten angeboten, aber ich würde sofort ablehnen, wenn ich wieder auf die Normandy kommen dürfte. Ohne sie ist der Kampf gegen die Reaper undenkbar. Danke, Commander. Und Shepard, ich werde nie wieder an Ihnen zweifeln. Sie können auf mich zählen. Gut zu wissen. Willkommen an Bord, Major. Aye, aye, Sir. Jo, kann auf jeden Fall nicht schaden, noch ein Teammitglied zu haben. Mal schauen, wie er sich so schlägt. Kaidan war ja nicht unbedingt oft in meinem Team, von dem her können wir es ja auch mal ausprobieren, jetzt wo er ja Spectre ist und einiges mehr drauf haben sollte. Wir werden es ja sehen. Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Ich habe ihn gerade informiert. Udina? Er war schon immer machthungrig. Aber das... Cerberus hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Shepard hat den Mordversuch an Ratsherrin Ischil verhindert. Kai Lang. Was? Ihr Attentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung, Vorsicht. Sie beide kennen sich wohl. Kenny Sanders und ich sind ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe ihm in beide Beine geschossen und dachte, das war's. Aber er ist auf Omega noch stärker wieder aufgetaucht. Eine Aktion des Unbekannten? Vermutlich, wenn man bedenkt, was er mit Ihnen und Grayson gemacht hat. Lang ist jetzt bestimmt noch gefährlicher. Gegen diese Mistkerle nutze ich jeden Vorteil. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratsherrin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den Tiegel. Lang hat sie verängstigt. Schicken Sie Hilfe? Ja, sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Wie sind die Fortschritte beim Tiegel? Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran getan ist. So schnell? Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Informationen problemlos übersetzen können. Es ist nicht Proteaner-spezifisch. Hm.
Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Unsere Wissenschaftler sind sich aber einig, dass der korrekte Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form die Energie freigesetzt wird. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit draufgehen? Genau. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass sie nur die Reaper trifft. Ich arbeite dran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter. Und wir kämpfen weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Vertrauen Sie mir. Ich lasse Sie nicht im Stich. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Viel Glück Ihnen beiden. Anderson Ende. Commander, die Torianische Flotte ist ausgedünnt. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer sind gesprächsbereit. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Aber Vorsicht. Die Lage entlang der Geth-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Shepard, haben Sie mal kurz Zeit? Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Kommen die damit nicht klar? Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt, aber keiner davon ist zurückgekommen. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Die Koordinaten der Kolonie sind auf der Galaxiekarte. Ich bemühe mich um Details. Okay, interessant. Da haben wir wieder einiges an Informationen bekommen. Auch die Bestätigung, dass es sich hier um Kai Leng handelt, den Attentäter, den wir auf der Citadel getroffen haben. So, wir haben einiges Neues. Wow. Okay, wir haben schon eine heftige militärische Stärke, kann man echt nichts sagen. Ah ja, die Batarianer, die wir noch bekommen haben. Sehr schön. Dann die Asari, die nun scheinbar auch an Bord sind. Tigelprojekt hat ein Gitter bekommen. Exogeni-Wissenschaftler, okay. Wo haben wir denn die her? Keine Ahnung. Salarianer, SCG-Einsatzgruppe. Sehr schön. Die Turianer schicken uns noch eine weitere Flotte zur Unterstützung. Das läuft doch schon mal sehr gut. Okay. Wollen wir doch mal nach vorne gehen? Wir haben noch ein paar kleine Dinge auf der Norm, die zu erledigen, bevor wir dann weitergehen. Wir haben auch wieder ein paar Hauptmissionen neben den ganzen Nebendingen. Und Udina auch, dieser Hurensohn. Das ist doch Quatsch. Udina hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und dafür bekommen, was er verdient hat. Jo, schaut ganz so aus. Commander, ich habe da eine Spur, die interessant sein könnte. Hätten Sie mal eine Minute Zeit? Jo. Commander, ich habe da was, das Sie sehen müssen. Was denn? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben Sie erkannt, dass Sie auf der falschen Seite standen. Wir wissen nicht, was Sie erforscht haben, aber Sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tigels helfen. Vielleicht können wir sie rekrutieren. Viele Cerberus-Leute glauben, sie tun das Richtige. Bei mir war es so. Und sie hatten recht. Welche Verbrechen Cerberus jetzt auch begeht. Ich war beim Angriff der Kollektoren auf Horizon. Wirklich? Ich sagte doch, ich bin in den Terminus-System aufgewachsen. Ich habe meine Familie besucht. Während die Allianz Studien erstellte, haben sie meine Familie gerettet. Hat die Allianz Kontakt mit den Wissenschaftlern aufgenommen? Sie konnte sie nicht finden, sucht aber weiter. Genau wie Cerberus. Ich habe ihre Kommunikation nachverfolgt. Ich habe die Signalfrequenzen mehrerer Cerberus-Zellen geortet und Querverweise mit Schiffsbewegungen erstellt. Und sie gefunden? Ja, ich glaube schon. Gute Arbeit. Auf die Karte damit, ich sehe es mir an. Schon erledigt, Commander. Danke. Sehr cool. Noch eine weitere Mission auf Are, also wie die Ortschaft dort heißt, oder eher Planet, Diana Ellers, okay.
Alle Sender berichten rund um die Uhr über den Angriff auf die Zitadelle. Jeder stellt Fragen über Udinas Tod. Könnten wir eine Stunde oder so über die Vorkommnisse sprechen? Besser in Ihrer Kabine, nicht im Konferenzraum, damit wir nicht gestört werden. Ich habe gehört, Sie hätten den Ratsherrn persönlich gekannt. Wenn Sie etwas Zeit für sich brauchen oder nicht darüber reden möchten, müssen Sie es nur sagen. Diana. Okay, können wir machen. Jack, Treffen in der Bar. Die Studenten treten in Ärsche und gehen hart ran. Sie werden häufig ausgewechselt, damit sie nicht schlapp machen, also haben wir ziemlich oft Landgang. Wenn sie das nächste Mal auf der Citadel sind, kommen sie ins Purgatory. Ich bin immer dort, wenn ich nicht gerade auf dem Schlachtfeld irgendwas in die Luft sprenge. Check. Okay, cool. Können wir wieder mal treffen, aber wir waren ja gleich auf der Citadel, da macht es keinen Sinn, hier nochmals drüber zu gehen. Okay, Elysium. Okay. Interessant. Okay, was haben wir denn sonst noch? Darles Maulwurf von Adrian Victus. Okay. Cerberus hat soeben einen turianischen Kreuzer voller hochrangiger Vertreter der Hierarchie überfallen. Das Schiff konnte entkommen, aber seine Position war streng geheim. Cerberus hätte es nie ohne Insider-Informationen finden können und die einzige andere Person, die Position des Kreuzers kannte, war der Volus-Botschafter Din Korlak. Oh. Ich habe hässliche Gerüchte gehört, dass auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Meine Berater bestehen darauf, dass ich diese Anschuldigung gegen Korlak nicht selbst vorbringe und ich muss zugeben, dass sie recht haben. Die Ökonomien von Turianern und Volus sind eng miteinander verstrickt und jetzt ist nicht der Zeitpunkt für den politischen Feuersturm, den das auslösen könnte. Andererseits steht die Sicherheit unserer Flotten auf dem Spiel. Ich möchte Sie darum bitten, gegen Korlak in Ihrer Funktion Aspekte zu ermitteln und herauszufinden, ob er tatsächlich ein Cerberus-Maulwurf ist. By the way, Maulwurf, die Typen sehen ja aus wie Maulwürfe. Ist das die Mehrzahl? Keine Ahnung. Ich denke es mal schon. Ja. Ich habe Informationen über seinen letzten bekannten Aufenthaltsort an das Spectre-Büro auf der Citadel übermittelt. Toll, jetzt kommen die ganzen Dinge, die wir auf der Citadel hätten machen können. Aber okay. James Vega möchte mit uns quatschen, okay. Kyle Lengs Dossier. Oh, cool. Schauen wir doch mal rein. Alter bei Verpflichtung 16. Okay. Terminus Exodus Cluster war er. Okay, also er war in der Allianz tatsächlich. Und er war ein N7. Okay. Dann kam die unehrenhafte Entlassung, Gefängnisstrafe nach Anklage wegen Mordes mit Vorsatz. Okay. Zu der ganzen Cerberus-Geschichte wissen wir nicht unbedingt viel. Interessante Geschichte hier. Dann haben wir es wirklich mal mit einem ordentlichen Gegner zu tun. So, ich möchte mal kurz noch mit Joker reden gehen. Mal schauen, ob der uns was sagt. Boah, haben wir viel Zeug bekommen hier. Das wird noch lustig. So, hallo Leute. Die Turianer werden es schaffen. Sie sind Pfund für Pfund die beste Streitmacht der Galaxie. Pfund für Pfund ist irrelevant angesichts der insgesamt deutlich höheren Masse der Reaper-Streitkräfte. Deshalb bringen wir ja auch die Kroganer ins Spiel. Okay. Cerberus wollte also in die Politik, was? Es war richtig, diesen Arschlöchern den Hahn abzudrehen. Haben sie nicht mal für diese Arschlöcher gearbeitet? Irgendwas mit Ledersitzen? Als ich bei Cerberus war, unterstützten sie die Hilflosen. Heute sind sie viel zu Mainstream. Und böse. Wichtig ist, dass sie ihnen in den Arsch getreten haben. Und Kaidan ist zurück. Er weiß sogar die erste Dienstregel der Normen, die noch nicht den Commander erschießen. Seien Sie nicht so streng mit Kaidan. Er hat viel durchgemacht. Ja, wie die Waffe gegen einen vorgesetzten Offizier zu erheben und beinahe den Rat umzubringen. Das macht sich im jährlichen Leistungsbericht gar nicht gut. Hat was, Joker. Aber es kann nicht schaden, mehr Leute im Team zu haben. Wir sind jetzt schon ein recht kleines Team, von dem her... Ja. Ja, Ledersitze, da war ja was. So, jetzt wollen wieder einige Leute scheinbar mit uns reden. Das könnte... Commander, Dr. Chakwas lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Okay, scheinbar will jeder wieder mal mit uns reden, nach der ganzen Geschichte mit der Zitadelle. Ich denke, wir gehen das einigermaßen chronologisch durch hier. Damit wir hier kein Chaos machen, damit wir überall mit jedem mal gesprochen haben.
Als erstes mal das Interview in unserer Kapitänskabine. Das haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht, also zumindest die Kabine besucht. Wenn ihr versteht. Ah, hier könnten wir sie einladen. Hier haben wir auch unsere Modellschiffe. Sehr cool. Wir könnten vielleicht zukünftig noch ein paar mehr dazu holen, wenn wir den Bock haben. Und hier ist unser Weltraumhamster. Warte, komm mal raus. Hallo, Hamsterchen. Ah. Niedliches kleines Wesen hier. Wir haben hier übrigens immer noch unsere Musikanlage. Okay. Na okay, das ist jetzt nicht unbedingt so mein Programm. Okay, wollen wir denn mal schauen. Haben wir irgendwas Neues bekommen? Hallo, bitte lade. Eine Aufklärungskapuze. Sieht recht cool aus. Aber was bringt es uns? Mehr Waffenschaden, ne? Okay. Der Visor ist nicht unbedingt so meins. Dann bleibe ich, glaube ich, lieber beim Kondensatorhelm. Kassa... Ist halt von der Schildregeneration her noch gut. Dann bleiben wir auch dort. Bei den Schultern haben wir allerdings noch etwas bekommen. Von, wegen den Schilden, glaube ich. Ah, nicht. Armax Arsenal. Schildverstärker von Casa Fabrication. Das wäre was. Das denke ich, werde ich auch nutzen dann zukünftig. Bei den Armen haben wir irgendwas Gescheites dazu bekommen. Nicht wirklich. Also bleibe ich hier lieber bei den N7. Wo waren die? Hallo? N7 Handschuhe, sehr gut. Die Beine können auch N7 bleiben und der Rest ebenfalls. Dann haben wir hier nur neue Schulterteile. Okay, und dann laden wir mal Diana ein. Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Sofort, Commander. Bereit zu einem Gespräch, Commander? Ich bin bereit. Commander, es ist kein Geheimnis, dass der Ratssektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Cerberus hat begrenzte Ressourcen. Dieser Putschversuch war alles, was sie konnten. Und er hat sie viel Geld und Truppen gekostet. Angst ist verständlich, aber sie darf einen nicht lähmen. Ihre Misserfolge sind ebenso zahlreich wie ihre Erfolge. Aber die Menschheit hat ihren Ratsherrn verloren. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Nee, komm. Bei ihr sind wir mal ein wenig, unterstützender und zuvorkommender. Keine Ahnung. Auf jeden Fall besser als zur Al-Chirani. Es wird Anführer geben, keine Sorge. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt. Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. Ich bin Diana Ellis für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Vorsicht, Commander. Wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Wes? nee. Ja, nee. Wir bleiben Jack treu. Einfach mal so, weil wir es können. Ich hielt es für besser, wenn wir vor der Kamera bleiben würden. Oh, dachten Sie etwa... Ach ja, ich und mein großes Mundwerk. Ich gehe besser, bevor ich noch ein falsches Signal sende. Man sieht sich, Commander. So, so, die Diana. Was haben wir denn hier? Oh, wir können sogar James hier nach oben einladen. Okay. Na komm, dann machen wir das auch gleich noch. James, ich hätte etwas Zeit, wenn Sie ein privates Gespräch wünschen. Bin unterwegs. Hey, wie geht's? Gut, James. Und Ihnen? Gut, gut.
Wow. Darauf kann ich mich also freuen, wenn ich mal selbst ein Kommando habe. Sie wollen ein eigenes Schiff, Vega? Irgendwann mal vielleicht, wenn ich alt bin und nicht mehr kämpfen kann. Wollen Sie sich etwa über Ihren Commander lustig machen? Tut mir leid, Loco. Mir geht nur einiges im Kopf rum. Und dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört. Nur zu. Was haben Sie getan, als Sie zu N7 kommen sollten? Ich meine, war die Sache klar oder mussten Sie vorher darüber nachdenken? Das N7-Programm ist eine große Sache, aber auch eine große Verpflichtung. So sagt man. Sie kriegen die beste Ausbildung, die beste Ausrüstung, die besten Aufträge. Und wollen dafür die beste Leistung. Natürlich. Warum fragen Sie? Naja, trotz der Scheiße, die gerade abläuft, hat jemand mich ausfindig gemacht und eine Empfehlung für N7 eingereicht. Datiert am Tag des Reaper-Angriffs auf die Erde. Sie klingen nicht sehr begeistert. Naja, abgesehen davon, dass es bei einer Niederlage kein N7-Programm mehr gibt. Das Einzige, was ich je gut konnte, war Soldat zu sein. Und ich habe mich nicht angestrengt. Ich hätte mich vor Jahren selbst rausgeworfen. Bei meinem letzten Kommando sind fast alle draufgegangen. Und ich wurde befördert. Ich bin nicht sicher, ob ich wieder ein Kommando übernehmen will. Mit der ganzen Verantwortung. Sie erwähnten das bereits. Was ging denn schief? Was ging nicht schief? Wir waren auf Patrouille und haben seltsame Werte überprüft, als die Kollektoren kamen. Zuerst griffen sie die Kolonie an. Als wir ankamen, waren die meisten Kolonisten unterworfen oder verschleppt. Darunter auch unser Vorgesetzter Captain Tony. Somit hatten Sie das Kommando. Ja. Wir warteten auf eine Chance zum Angriff. Aber einer der Kolonisten war ein Cerberus-Spion, der für die Kollektoren arbeitete. Er verriet uns alle. Am Ende hatte ich keine Wahl. Der Spion hatte Daten über die Kollektoren, die wir brauchten. Also tötete ich ihn, nahm die Daten und zerstörte das Kollektorenschiff. Und damit auch die meisten Kolonisten. Und meine Männer. Bis auf einen. Sie tragen keine Schuld an der Ausgangslage. Und wenn Sie dafür befördert wurden, müssen Sie irgendwas richtig gemacht haben. Schon, aber... Wenn Sie alle gerettet hätten, wäre es dann besser geworden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Der richtige Entschluss ist selten der leichte. Ja. Wussten Sie das schon, bevor Sie zu N7 gingen? Ja, darum wurde ich gefragt. Und darum wurden Sie gefragt. Es gibt keinen einzigen N7, der nicht irgendwann entweder sich selbst oder seine Soldaten opfern muss. Sollte ich also annehmen? Das müssen Sie selbst entscheiden, James. Aber ich denke, Sie kennen die Antwort schon. Freut mich, dass Sie das so sehen. Und falls möglich, erzählen Sie bitte sonst niemandem davon. Natürlich nicht. Gracias. Dann gehe ich mal wieder zurück an den Hangar. Das ist mir hier alles zu weich. Das Bett ist viel härter, als es zuerst aussieht. Das glaube ich gern. Nochmals danke, Loco. Gerne doch. Jo, irgendwie ein Steinbett oder was hat er hier? Sehr gut, okay, aber ich denke mal, das wäre ein gutes Ende für diese Folge. Es war wieder mal Let's Play Mass Effect 3, kommentiert von eurem Kant Muku. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.